Hallo, in diesem Video zeige ich dir, wie du in Word 2013 eine relativ unbekannte Funktion zum Thema Dokumentenvorlage nutzen kannst. Es ist nämlich möglich, auf andere .docx, .doc, .dot oder .x Dokumentenvorlagen und Dokumente zuzugreifen und sich dort sozusagen die Formatvorlagen in sein Dokument, das man bereits erstellt hat, zu importieren. Das Ganze hat Microsoft aber etwas versteckt, und zwar muss ich hierzu die Entwicklerleiste hier einblenden. Dazu gehe ich auf Datei, Optionen, Menüband anpassen, kann hier sagen alle Registerkarten und schalte hier die Entwicklertools ein. Sollte ein Häkchen gesetzt sein, alles andere sollte sowieso angehakelt sein. Dann bestätige ich mit OK, speichere jetzt meine Datei noch einmal ab, da ich ja das komplette Layout verändern werde. Gehe anschließend auf Entwicklertools, Vorlagen, Dokumentvorlage, und hier unter Vorlagen kann ich nun mir eine bereits vorhandene Dokumentvorlage, das muss keine .x sein, das kann jegliches Format sein, das Word lesen kann, mir irgendeine Formatvorlage holen. Ich habe mich jetzt testweise zu einer Vorlage navigiert, die ich hier verwende und einmal ausprobiere. Ich kann hier natürlich sagen alle Word-Dokumente und ziehe mir das Ganze aus einer normalen Word-Datei heraus. Was wichtig ist, was standardmäßig gesetzt sein sollte, aber man kontrollieren sollte, ist dieses Häkchen hier, Dokument, Formatvorlagen automatisch aktualisieren. Anschließend klicken wir auf OK und sehen nun, dass sich das Dokument ein bisschen verändert hat. Dazu zu sagen ist natürlich, dass das Ganze nur dann funktioniert, wenn hier die Bezeichnungen der Überschrift 1 etc. auf Standard belassen wurden bzw. gleich sind. Andernfalls wird das Ganze natürlich nicht funktionieren. Ich kann mir hier unter Formatvorlagen natürlich anschauen, was passiert ist, und ich sehe schon, hier wurde eine Formatvorlage aus dem anderen Dokument übernommen, die ich händisch angelegt habe. Man merkt hier zum Beispiel schon einen Unterschied, da hier als Standardschrift Calibri Lite verwendet wird. Und hier für die Überschrift Calibri. Das war vorher nicht so eingestellt, das kam jetzt aus dem anderen Dokument quasi herüber. Die Funktion macht vor allem dann Sinn, wenn man gewisse Formatvorlagen im Nachhinein geändert hat oder auch vielleicht im Nachhinein draufkommt, man möchte sein Dokument anders teilen, hat irgendwo schon eine Formatvorlage vorliegen.